Oh, willkommen zu einer weiteren Folge von mir in Star Wars Outlaws. So, der Kampf hat begonnen. Aber ich wurde noch nicht entdeckt, komischerweise. Also im Sinne von wegen so Verstärkung etc. Mein Ruf ist allerdings trotzdem runtergegangen. Läuft hier noch einer rum? Irgendwie ist doch eine Meldung durchgegangen. Naja, wenn hier auf einmal 5 Leute tot sind, dann ist das logisch, ne? So, beim letzten Mal habe ich ja versucht, hier in diesem Bereich mir irgendwie Zugang zu verschaffen. Was so halb funktioniert hat. Und jetzt geht's weiter. Da das. Ich habe auch überlegt, ob ich das Scharfschützengewehr mir schnappe. Alles klar. Aber ich habe dann so gedacht, ah nee, lass mal. Was sind die eigentlich gerade? Zu diesem Hoverboard oder was? Okay. Den knocken wir noch aus. Jetzt haben wir auch hier. Wir dürfen uns eigentlich jetzt nicht mehr erwischen lassen. Ich hab, glaube ich, ich bin am Meint, der Blaster bringt mir mehr. Mhm. Kann ich irgendwie nicht benutzen. Jetzt irgendwie nochmal runter. Gucken wir nochmal alles nach. Wie gesagt, hier sind wir ja so reingekommen. Und das ist auch noch eine Konsole. Oh. Hacken wir mal. Hacken geht ja mittlerweile sehr gut, hätte ich mal gesagt. Ja, also. So, die beiden sind klar. So, das heißt, wir könnten als Beispiel sagen, zack, zack, zack. So einfach geht das. So. Ja, und die Sicherheitstüren. Sicherheitstüren sind geöffnet. Hacke 3 Geräte. Hacke Geräte in 3 oder weniger Dings, ja. Was ich aber gerade nicht ganz verstanden habe. Ja. Da stand deaktivieren. Und vor allen Dingen, was ich auch nicht verstanden habe, davor stand wieder irgendwas mit Subroutinen. So. So. Gucken wir es an der Kiste haben. Also schlägt er mal, der ein HM-Triebwerk-Energiekern. Okay.
So, was ich mich jetzt natürlich frage gerade. Der ist irgendwie da. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Was gab's denn hier? Achso, Fiole. Oh, ich hab voll. Okay. Dann gehen wir wieder nach oben. Ich habe das Gefühl, hier komme ich gar nicht weiter. 32 Meter, aber nach unten. So, und jetzt hier irgendwie lang. Beziehungsweise in dem Ausgang. Also habe ich jetzt die Halle hier gemacht. Und da hockt er. Okay. Neue Hose. Reduziert den beim Sprinten erlittenen Schaden. Okay. Also manchmal denke ich mir auch so, wie kann man beim Sprinten die Hose? Mein Problem ist, ich muss irgendwie dahin. Das sind zwei von den Boobies. Okay, den ersten haben wir schon mal angelockt. Den ist. Okay. Das war nicht gut. Damit kann ich arbeiten. So.
okay. Nix, ich brauche noch Ablenkung. Guter Junge. Ah, da ist das Halten. Sag mal, willst du mich? Halt das mal für mich, ja? Niemand darf uns sehen, klar, nix? Ich glaube, der ist nicht mehr verfügbar. Scheibenkleister. Scheibenkleister. Okay. Jetzt hat sich das erledigt. Scheibenkleister. Wir haben eine Aktion zu viel gemacht. Und jetzt können wir, haben wir keinen Zugang mehr zu dem. Ja, Scheibenkleister. Ich habe das so gut gemacht hier. Einfach nur weg. Wo soll ich mich eigentlich hinschwingen? Putz, das tut nämlich weh. Das habe ich mir nämlich gedacht. Ich hasse es. Ich würde mal sagen, wir fahren mal hier hin. So, ab zu die Untersöffnung. Verschwinden wir hier! Ich habe das Gefühl übrigens, wenn ich da jetzt lang düse. Okay. Naja, alles gut. Yippie! Also, ist da jemand? Bitte, wir wurden von Piraten angegriffen. Hört mich jemand? Los geht's! Das vorbei. Nicht schlecht. Wir sollten hier bald aufbrechen. Wir brauchen mehr Essenspausen. Nee, bringt mir nichts. Die Tage hey, sind ganz hast schön du kurz lang. Zeit? Willst du etwas von mir? Deine Meinung. Meine Tochter will zum Arbeiten nach Mirogana, aber mir bereitet das Imperium Sorgen. Die Stadt ist mehr als nur das Imperium. Du willst nur nicht, dass ich gehe. Warte noch eine Saison. Wenn die Imperialen fort sind, reden wir drüber. Ach, ist das zu glauben? Was meinst du? Das Imperium ist gefährlich, aber es ist nun mal da. Tu einfach, was du willst. Genau. Und dieser Mond, unsere Geschichte, ist es wert, dafür zu kämpfen. Ich verstehe es nie. Glaub mir. Aber dein Weg ist ein gefährlicher. Ich will nicht, dass dir etwas zustößt. Das Leben ist voller Gefahren. Es ist besser, man bereitet sich vor. Ich weiß, du machst dir Sorgen, Mama. Aber sie hat recht. Danke. Ach, besser. Bitte. Das war's?
Ist irgendwas noch, was wir bauen können? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Es ist hart da draußen. Ab auf den Gleiter und ab nach Hause. Bist du bereit? Dieses ganze Rufding, das habe ich noch gar nicht verstanden. Beziehungsweise ich kann es nicht so umsetzen, wie wahrscheinlich das Spiel das möchte. Aber das kenne ich nicht ja. Aufregend und ja. Und vor allen Dingen haben wir jetzt die Möglichkeit, den Gleiter zu verbessern. Das ist ja auch mal schon sehr interessant. Mal ganz kurz auf die Karte geguckt hier. Genau. Rechts und dann. Brauchen Gleiterteile? Ich habe sie. Oh, hey. Verbesserung? Okay. Kann man das denn einbauen, das Teil, was ich da hatte? Da stand irgendwas für den Gleiter, oder nicht? Oder brauche ich da mehr wie von... Ich habe mir leider natürlich auch nicht... Da, da unten. 3 von 1. Aber... Oh, wir brauchen 1000 Credits. Damit der Gleiter Landerepulsor. Damit das funktioniert. Also wir brauchen noch 500 Credits und dann brauchen wir 8 von diesen Direktenergieschaltkreisen. Komm wieder. Ganz schon wieder hier? Der hat die aber nicht. Also die müssen wir irgendwo uns holen. Unsere Arbeit ist die beste. Ja, genau. Ich würde ja mal eher hier interessieren. Und ich gehe davon aus, dass das hier auch was mit Reputation zu tun hat. Ey, das hängt alles zusammen. Ey, das ist... Das ist das, was mir nicht passt. Oder ich mal wieder nicht klarkomme. Das Schiff sieht gut aus. Können wir den Blast einfach machen? Nee, ne? Nö, wir können nichts machen, gut. Nein. Keine Ahnung, was ich da aufgesammelt habe. Kleiderschrank benutzen, das hatten wir schon. Da kommen wir hier rum. Das ist das WC, genau. Wie verkiste. So, was haben wir denn hier eigentlich? Alles nehmen und schließen. Hey, nicht schlecht. Ach, okay. Also das heißt, wir können das alles machen. Gleiterverbesserung. Was? Habe ich das noch nicht gemacht? Komm, rüst dein Gleiter auf. Hey Kay, ich hoffe, du und deine und der Kleine haben viel Freude mit eurer aufgemotzten Karre. Ich wollte dir noch einmal für die Hilfe mit dem Windturbin danken. Das hat mich lange Zeit sehr schwer belastet und du warst mir eine große Hilfe. Wenn ich mir dein Gleiter nochmal ansehen soll, kann ich bestimmt noch ein paar Verbesserungen einbauen. Komm einfach bei meiner Werkstatt vorbei. Du kannst dir alle Teile, die du brauchst, aus meiner Schrottkiste nehmen. Und mir einfach sagen, woran ich als nächstes arbeiten soll. Wir sehen uns. Selo. Okay. Das ist die Blaster. Gibt's hier... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas noch nicht gemacht habe.
damit der Typ da draußen arbeiten kann. Und ich weiß leider nicht, welche. Weil ich kann irgendwie wohl was machen. Aber ich kann es nicht nutzen. Das nervt. Okay, das nervt tierisch gerade. Also, dass ich ihn hier nicht nutzen kann. So. Ausrüstung. Was haben wir denn? Bei Kay. Kein Boni. Zack. Dann haben wir hier den Gürtel. So, was haben wir ausgerüstet? Mehr Bagdafiolen. Granaten. Kosmetischer Gegenstand. Einfluss auf Spielgeschehen. Aussehen kann auf jeden Spielstand übertragen werden, indem der Gegenstand verändern müssen. Aussehen. Okay. Schurken. Okay. Dann haben wir hier das Lieblingshemd. Kesselflicker, Schurken, Unterwander, Kessel. Das Ding ist ja auch, habe ich die passende Hose hier zu? Die Gorienhose, Sabak-Schlitzohr, Käshose, Schurken, Kesselflicker, Schurken, Unterwandererhose. Dann habe ich noch das hier. Genauso. Nix. Was haben wir denn für nix? Blauer Fühlerwickel. Cyborg-Implantate. Schurken. Okay, okay, das passt. Ja. Blaster. Aussehen. Okay, den haben wir ja gemacht. So, dann haben wir die Lacking des Sabak-Schlitz aus. Oder hier. Blutroten Herrschaft. So, ab ins Journal. So. Leiterverbesserung. Linda. Wie gesagt, mich ärgert das. Ich gehe davon aus, dass irgendwas gemacht werden muss, weil ich hier steht immer nur, er ist nicht verfügbar. Ich weiß aber nicht warum. Da ist ein Spiel. Ich spiele nur schnell eine Runde. Ach so, okay. Konzentriere dich. Das kriege ich hin. Was muss ich hier machen, Alter? Alter. Alter. Ich hab noch nicht verstanden. Boah, ey, das ist mies. Oh. Alter. Das sollten wir feiern, oder nix? Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht mein Game. Komm schon, Pause ist vorbei. Genau. Aber wie gesagt, warum er hier
immer nicht verfügbar ist. Vorübergehend nicht verfügbar. Vorübergehend nicht verfügbar. Und, was ich nicht verstehe, dass ich auch keine Aufträge da bekomme. Abgesehen, dass die Pikes mir jetzt sowieso komplett in der Wäsche wollen, ne? Mit denen habe ich mich ja das jetzt komplett verscherzt. Irgendwo da oben ist er, ne? Packen wir es an! Willst du mich verarschen jetzt? Was soll der Mist? Warum muss jetzt natürlich ausgehen? Schon wieder? Nicht schlecht. Halte ich fest, nix. Das nervt. Das nervt gerade. Scheiße. Hallo. Du findest mich hier. Also, falls du irgendwas brauchst. Brauchst du sonst noch etwas? So. Das ist jetzt genauso wie der Typ. Außer, dass die das vielleicht noch umsonst macht, oder was? Okay, dann habe ich mir den Weg eigentlich jetzt gerade umsonst gemacht. Ich habe gedacht, die... Wolltest mich öfter besuchen? Ciao. Ja, würde ich ja gerne, aber es bringt mir eigentlich nichts. Okay, das mit den Aufträgen ist echt... Auch Bomben. Ne? Was funktioniert nicht? Da muss ich suchen. So, da habe ich nichts. Na. So. Die Schlüsselkarte da im All. Ich habe kein. Ich will aber die Platin. Was mich ärgert. Okay, ich bin jetzt echt ein bisschen da stur. Südlich einer imperialen Einrichtung. Schmugglerversteck. So. Das Einzige, was ist, ist hier wirklich nur der Ruf. Ist, oh, jetzt ist natürlich hier Arschkarte. Ja. Ja, genau. Wir machen... Wir kriegen ja noch nicht mal mehr Händler. Das ist ja das Problem. Ich wäre ja froh, wenn ich einen Auftrag kriege. So, Kantinas, wenn ich die, ne? So, Crimson Dawn. Ich möchte mal wissen, wo die... Eine Gelegenheit, das sind alles nur Händler. Die Händler bringen mir eigentlich diese Dings nicht. In diesen Kantinas, wo die rumlungern. Das ist mein Problem. Das habe ich immer noch nicht geschnallt. Aber weißt du was? Wir machen das jetzt mal anders. Wir reisen jetzt einfach in den Taschara. Das bringt mir ja nichts mehr. Wir müssen vorwärts kommen. Also für das, was ich vorhabe, muss ich jetzt vorwärts kommen. Alles andere kommt nicht mehr. Was ich nur nicht verstehe, dass ich das nicht so machen kann. Beziehungsweise, dass die mir so an die Wäsche wollen.
Das trifft nicht. Genau. Yeah. Schön. Könnte auch sein, dass es dann, wenn ich diese Mission, dass der da freigeschaltet ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Also reise ich jetzt zum ersten Mal in den Raum. Ich frage mich auch, hier stand irgendwas mit neben. Ich glaube, das war irgendwie Spielzeug von Nix oder so. Was ist hier? Das ist alles so ein bisschen manchmal... Also für mich... Also das ist, wie gesagt, sorry, ich wiederhole mich da und das nervt mich jetzt gerade auch persönlich. Weil ich habe das Gefühl, dass so gesehen mein Spiel auch ein bisschen darunter leidet. Dass gewisse Sachen für mich nicht so verständlich sind, beziehungsweise wo ich denke so, hä, wieso, weshalb, warum? Ich meine, klar, wenn ich bei den Pikes da rum alle wegknüttel, da ist logisch, dass die irgendwann stinkig werden und einen schlechten Ruf haben, ne? Aber warum der Typ, der da nicht so verfügbar ist, ne? Es kommt immer nur die Meldung, vorübergehend nicht verfügbar. Da steht ja noch nicht mal, ne? Also das meine ich nicht mehr, ne? Hier, so, wenn ich jetzt gehen komme. Ja, bin ich so. Vorübergehend nicht verfügbar. Das heißt, irgendwas muss ich machen. Aber was? Und das ist das. Hier ist also keine Hilfe erkenntlich. Im Sinne von wegen so, ach so, falscher Button. Wie zum Beispiel hier. Wo ich dann gewesen, nicht hier, aber Fähigkeiten oder so, wo ich dann gewesen bin, wo gewisse Sachen standen, so von wegen so, hey, Ausrüstung und da musst du das machen. Ne? Oder die Hilfe hier beim Hacken oder so. Das ärgert mich gerade. Aber wir gucken mal, was jetzt hier im Weltall passiert. Dürft ihr gespannt sein. Ich hoffe, ihr freut euch genauso dann auf die nächste Folge so wie ich. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.